Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Über einmal hier die Gegend. Und räumen auf. Bei Impala Automatics. What the fuck, Arbeiter? Gewalt ist ja erlaubt. Daher. Let's go. Sieht ein bisschen weird aus, der Typ. Okay, gibt's nix. Aber noch so ein Ding. Ist zwar mies, dass wir eigentlich sozusagen Hausbesetzer umbringen. Aber okay. Are illegal. Komm. Okay, wo ist ein Helipad? Dürfen wir die eigentlich einfach umbringen? Ist eigentlich schon ein bisschen weird, dass wir das einfach so dürfen. Was ist das? Hier rein? Nee. Hab irgendwas mitgenommen, aber keine Ahnung was. Okay, aber hier sind da ziemlich viele, viele Roboter. EMP-Granaten sind aber wahrscheinlich besser aufgehoben.
schon. Da ist ein Geschütz. Oder eine Drohne. Und ein Riesenwerk. Ja, wir gehen gleich weiter. Ich möchte noch kurz hier schauen, wo wir da weiter vordringen. Junge, Junge. Da haben hier einfach Leute eingeflogen. Schön entgegenhalten. Oh wait, Veteran wachen. Komm hier, Veteran wachen. Wollen die das? Jemand anderes die Server übernimmt? Scheint wohl so. Hat sich gerade so angehört, als ob nochmal was kommen würde. Was Fliegendes? Großes Gelände hier. Wird es schon despawned? Sehr nice. Alles dasselbe. Lamar und Dr. Koch.
Eine wichtige Meldung, Dr. Koch. Jemand hat heute versucht, sich in unser Server zu hacken. Der Angreifer hat nach Daten zu Ihrem Projekt gesucht. Gehen Sie ab sofort bitte besonders vorsichtig vor. Ich habe bereits darum gebeten, Ihre Security zu verdoppeln und alle örtlichen Zweigstellen und Einheiten informiert. Verstanden, danke. Ein bisschen aus wie bei Delman HQ. Hier wurden wahrscheinlich mal Autoparts hergestellt, wo die Anlage geschlossen wurde. Verschwiegenheitserklärung. Ah, fuck. Habe ich mich gerade selbst gestunt. Alter, ist das hier rot. Was ist denn hier denn passiert? Wieso muss das so rot sein? Serverraum? Gut, dann gehen wir mal hier hinten lang. Gibt's hier oben noch irgendwas? Gut, wenn jetzt hier das Spiel leckt, dann würde ich es verstehen, weil... Es regnet, es spiegelt viel, es sind viele Lichter hier. Das würde ich verstehen, wenn es hier jetzt wirklich schlecht läuft. Oder laufen würde. Autsch. Es läuft halbwegs gut. Zumindest die meiste Zeit. Leider hat es immer noch so Spike. FPS-Spikes. Die ich einfach nicht wegkriege. Ich weiß nicht wie oder warum. Die hier sind. An alle Einheiten. Unsere Netrunner haben verdächtige Aktivitäten im Netz des Unternehmens entdeckt. Jemand scannt die Ports und sucht nach einem Einstiegspunkt. Die Signalstrecke lässt vermuten, dass der Angreifer in der Nähe ist. Bleiben Sie in höchster Alarmbereitschaft. Ich glaube, hier ist noch ein bisschen mehr dahinter als bloß das, was man hier mitkriegt. Ich glaube, man wird noch ein bisschen mehr erfahren. Oder vielleicht geht die Mission dann sogar noch weiter. Perfekt. Da gibt es keine Parts raus. Ich glaube, wir haben es erledigt, wenn ich das richtig sehe. Zumindest wird nichts mehr angezeigt. Ich glaube, wir sind hier durch.
Falls ich irgendwas übersehen habe, tut es mir leid. Gelände hier ist ziemlich groß. Aber ich glaube nicht. Ich möchte noch kurz schauen, wir haben irgendwie eine Verschwiegenheitserklärung mitgenommen. Ist das ein Special-Objekt? Okay, ich habe gerade einen unterschriebenen Braindance. Ja, okay, nichts Besonderes. Runner Splitter. Ah, eine Figur, die hätte ich zu Hause ablegen können, glaube ich. Shit. Naja. Okay, der Auftrag ist weg. Gibt es die zwei hier noch? Einmal dahin und einmal dahin. Und dann haben wir die auch schon. 17 Minuten. Oh shit, was ist jetzt los? War das denn bitte jetzt? Sah nicht so gut aus. Hat das was mit unserem Relic zu tun? Vielleicht gehe ich ein bisschen zu langsam vor in der Story. Ich dachte, das wäre ein Feuer. War bloß ein Licht. Muss ich nachher kurz mal schauen, wie weit der Relic entwickelt ist. Also bei wie viel Prozent er steht. Na, vielleicht müssen wir... Ich glaube nicht, dass man eigentlich vorher sterben könnte oder so, oder so langsam sein kann. Aber vielleicht müssen wir mal irgendwas machen. Was ist hier los? Alexander, Alicia. Have the marketing team stick a link onto that old lady in the gallery. She paid a fortune. She'll get a 5 seconds of fame. Already told them. They're also tagging a link on the Delamain. Someone passed while we were shooting. Good. Well, at least that's over with. How was the interview? Bearable? That a serious question? Okay. You got me. In Arasako House ist das hier. Wolves only howl at night. Huh. Sieht auch cool aus. Der Mond erinnert uns daran, dass die Wirklichkeit nicht immer so ist, wie sie auf den ersten Blick erscheint. In einer Welt voller Schein und Illusionen gibt die Intuition uns oft den besten Pfad vor. Der Mond ist außerdem die Karte der Träume, der Begierden und natürlich des Schlafs. Dieses nächtliche Ritual des Todes. Okay. Schöne Tarotkarte. Hier gab es offensichtlich ein Interview. Mit irgendwem von Arasaka. What do you want, friend? Die haben nichts drin. Heuchler. Sind gar nicht echte Journalisten. Also der sieht ein bisschen schlecht aus. Auch schöne Bude hier drüben. Da werden wir neutralisieren. Sterilität und sichere Beweismaterial. Kurz mal wieder hier enden. Gas-Antipersonengranate. Hört sich auch spannend an.
Was war die? Naja, die Zivilisten ist tot, aber egal. Da fliegt der Arm weg. Levi Welles. Naja, schade um dich. Ernsthaft? Jetzt müssen die Cops noch kommen. Okay. Alter, da ist nur noch der Torso übrig. Ja, okay, doch ein bisschen schade, dass ich Zivilisten nicht retten konnte. Aber es hat nicht immer alles möglich. Vielleicht hätten die uns irgendwas sagen können. Oder vielleicht auch nicht. Alter, habt ihr das gesehen? Da flog einfach nur noch der Arm weg. Wo geht's denn hier hin? Nirgends. Ein Katana. Und ein Gespräch. Diana und Wakako Okada. Ich brauche deine Hilfe. Bei Biotechnica ist die Hölle los. Das Forschungsprojekt, an dem ich mit Koch gearbeitet habe, wurde geleakt. Und die Chefetage will das alles mir anhängen. Alles, die ganzen Todesfälle. Während sie alle, auch Koch, so tun, als hätten sie von uns von nichts gewusst und mit sauberen Westen dastehen. Und das ist noch nicht alles. Die machen mich kalt, damit mich der Staatsanwalt gar nicht erst befragen kann. Den Blick kenne ich. Habe ich selbst oft genug abgezogen. Ich brauche deine Hilfe, um aus der Stadt zu kommen. Heute noch, der Preis ist egal. Auf gar keinen Fall. Du steckst bis zum Hals in der Scheiße. Ich werde mir nicht die Hände schmutzig machen, um dich wieder rauszuziehen. Aber lass mich dir einen Rat geben. Wenn du aus Night City raus willst, dann geh jetzt. Und ich meine wirklich sofort. Wieso ist da eine Palme? Ich glaube, die hat eine falsche Ausfahrt hier genommen und dann wurde sie in die Enge getrieben. Kofferraum nichts drin. Auch nichts. Auch nichts. Schade. Was ist denn das für ein Gebäude? Da würde theoretisch die Straße hinführen. So, wait, müssen wir Wakako etwas sagen? Nee. Ah, shit. Weil das Zeichen noch nicht weg ist. So, da ist es weg, aber da oben ist es noch. Naja. Auch interessantes Gebäude hier. North Oak. Kann man da hoch? Sieht zumindest so aus, als ob das möglich wäre. Ausfahrbare Leiter. Meint ihr, wenn man das Auto da hinstellt, kann man da hochspringen?
Oder gehen die Leitungen vielleicht gar nicht? Das Auto ist echt nicht fürs Gelände gemacht. Nee, das ist viel zu wenig hoch. Ah, vielleicht so. Aha. Gibt's hier was? Wahrscheinlich gar nichts. Doch, da gibt's was. Aha. Aha. Splitter, nice. Und ein Lock. Flug 322 wird initiiert. Ziel KA. Gewicht 2,83 Kilo. Warnung, maximales Ladungsgewicht überschritten. Flug fortsetzen. Manuelles Überschreiben. Flug 322 initiiert. Starker Wind, 85 km/h, aus Nordosten. Versuch der Kurskorrektur. Versuch der Kurskorrektur vorgeschlagen. Unkontrollierter Höhenverlust. Flughöhe zu gering, 3,5 Meter, 1 Meter, 0,5. Und Absturz. Irgendwelche Drogen wahrscheinlich. Die hat eine Kiste transportiert. Und dann ist sie abgestürzt. Spannend. Ich gehe gleich da noch runter zur Kiste, wenn ich hier durch bin. Okay, hier geht gar nichts mehr. Okay, ich hätte auch von da unten eigentlich. Ja, okay, schon ein bisschen sehr hoch. Aber es geht. Ja, eine Kiste mit Drogen. Spannend. Aber ich würde sagen, das war's wieder von dieser Folge von Cyberpunk. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.